Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Yogi. Ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 Giants Editor. Und wir wollen heute weitermachen bei der BGA. Wir haben in der letzten Folge ja gemeinsam hier dieses Terraforming begonnen und so ein bisschen die Einteilung uns mal vor Augen geführt. Ich habe jetzt im Off so ein bisschen noch die Struktur von dem Gelände festgelegt. So ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel, dass ich hinten einen geraden Abschluss habe. Warum, komme ich dann gleich dazu. Ja. Dann gehen wir mal rein ins Eingemachte. Und zwar habe ich mir ein anderes Bunkersilo rausgesucht. Und zwar ziehen wir das jetzt einfach mal rein. Und zwar das Ganze von dem hier. Ui. Jetzt müssen wir da klar wissen, welches ist. Dann machen wir mal Try and Error. Ja, ist gar nicht schlecht. Sowas wollte ich nämlich. Minus 90, immer schön im 90 Grad Winkel wegen dem Abladen. Ne? Ansonsten können wir uns das Ganze hier mal noch kurz so vor Augen halten. Bunkersilo groß. I8. Da gehe ich einfach hier rein und dann sehe ich den Text hier. Das ist die I3D zu diesem Store-Bild, also muss ja zwangsläufig das auch irgendwo hier drin sein. So, und dann suche ich das einfach hier. Gebe das mal ein. Da ist es. Schauen, ob das ein anderes ist. Rein theoretisch. Ja, genau, das ist nämlich höher. So. Ich würde fast sagen, wir nehmen die höheren. Dann können wir nämlich das mal eliminieren. So, und dann schieben wir das Ganze hierher. So, jetzt habe ich mir gedacht, eine BGA sollte ja eine Waage haben. Jetzt hat der Giants Editor natürlich eine Waage drin. Und zwar findet er es unter Placeables, wahrscheinlich unter Lizard, Weight Station, genau. Ich denke mal, die Small reicht vollkommen. So, und dann haben wir jetzt na klar folgendes Problem. Ich kann die na klar hier nicht so cool platzieren und hier auf die Schräge ist auch doof, wenn das Gebäude nicht gerade steht. Ich weiß es noch, und zwar, ich glaube, das müsste so ein zusammenhängendes Gebäude gewesen sein, wo ich nicht trennen kann. Ne? Genau, das sind einmal die Props und das Building ist halt ein Konstrukt, somit geht es nicht. Ansonsten hätte ich das dem Verlauf der Straße angepasst und das Haus gerade hingesetzt. Ob das na klar gewichtstechnisch dann nachher irgendwas ausmacht, weiß ich nicht. So. Also halten wir fest, geht nicht. Hier oben kann ich es auch nicht wirklich hinsetzen, weil dort der Weg zu kurz ist. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn wir das hier hinsetzen? So, und zwar, dass wir das einmal hier hinpflanzen. Jetzt noch mal wieder gerade. So. Dann würde das irgendwo so hier hinkommen. Mal ganz pauschal. Und ihr habt ja im letzten Video gesehen, hier rumzukommen ist ein bisschen tricky. Dann würde ich nämlich das Ganze so gestalten, dass wir sagen, wir nehmen Gras Dirt und machen hier oben so einen kleinen Mittelstreifen rein. Der kann ja eigentlich gerade so ungefähr wie das Ganze hier den Verlauf hier warten, ne? Weil wir wollen ja zwangsläufig über die Waage. So, dann könnte man hier schon mal rüber und hier sauber reinfahren, ist kein Problem, ne? Das würde ich einfach mal so ein bisschen andeuten. Von oben kommt man hier wunderbar runter, erledigt. Bedeutet aber auch, dass wir hier eine Sackgasse machen.
Und somit ziehe ich mir einfach mal das Bunkersilo nach hinten. Wird dann auch spannend hier mit dem Verladen wieder. So, und dann machen wir hier einfach mal ein paar hin. Reicht da ein drittes? Macht da ein drittes Sinn? Das würde sogar noch reichen, so wie es aussieht. Aber sowas von, ne? Ist nur so muckesäckele raus tun, dann ist da ein schöner Spalt. So, dann hätten wir nämlich schon mal das. Dann können wir hier nämlich auch noch solche Späße machen, wie dass wir hier eine kleine Grünfläche machen. Das soll ja auch schön aussehen und nicht nur funktional. So in die Richtung. Und dann könnte man da hier nach hinten durch. Und gut ist. Ich glaube, das hier deuten wir noch ein Stück mehr an. Dass es auf jeden Fall eindeutig ist, dass man hier rein muss. So. Dann hat man hier hinten eine große Wendeplatte in erster Linie. Allerdings werden wir ja da auch irgendwo noch so einen Unterstand hinpacken. Wir haben da zwar noch ein bisschen Luft nach hinten, aber im Großen und Ganzen wird es so die Wendeplatte werden. Dann gehen wir hier nach oben. So, das soll hier so ein bisschen in den Hang runterkommen. Dann wird das hier hinten so ein bisschen rund. Das darf ja nachher ganz so ein bisschen unterschiedlich sein. Ne? Das ist schließlich Natur. Ihr wisst ja, bei mir ist es nie so wirklich perfekt, sondern eher so ein bisschen schmuddelig. So. Ich glaube, im Großen und Ganzen hätten wir soweit die Struktur. So. Was wir jetzt machen, ich brauche wieder so ein bisschen das Feeling von der Umgebung. Wir nehmen unseren Foliage Creator und das Gras Deco. Jetzt kontrolliere ich nur noch mal kurz, ob ich woanders was gemalt habe. Nope. Sonst würde ich mir da wieder ins Boxhorn jagen. So bedeutet, wir können das Ganze jetzt mal hier wieder so grob einzeichnen. Über die Straße gehe ich drüber. Das ist in erster Linie kein Problem, weil da haben wir ja das schöne Skript, wo wir das dann gleich wieder cleanen können. Aber wir wollen ja hier auch so ein bisschen das Unkraut haben. Hier unten sehe ich gerade, da müssen wir noch mal ein bisschen glätten. So, ich mache das mal ganz kurz. So, jetzt habe ich mal alles angemalt. Und ganz wichtig, speichern vorm Skript auslösen, weil meistens eskaliert das Ganze so ein bisschen und zerstört euch gegebenenfalls was. Brauche ich nichts mehr. Okay, dann Skript. Dann habe ich hier mein Deco-Layer-Skript. Gibt es bei Mod Company. Das lösen wir einmal aus. Zack. Und schon haben wir überall Deko-Gras. Jetzt mache ich das erstmal wieder weg, damit später ich nicht alles nochmal löschen muss, was wir jetzt dann mal gleich machen. Das kommt hier alles wieder sauber weg.
fangen wir mal hier an. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen grober gemalt. Macht aber nichts, weil ich gehe jetzt einfach ein bisschen ins Detail rein und nehme das weg, was ich eigentlich nicht haben möchte. Da bin ich einfach schneller, wie wenn ich da jetzt jedes Fitzele da einzeln malen müsste. Ja, und am Ende des Tages ist der Layer halt doch nicht so 100% genau und dann muss ich es trotzdem nochmal machen. Sieht ja hier durch das Raster, passt es halt auch nicht immer. Ist aber kein Problem. Bedeutet, es ist einfach so ein bisschen schön malen für mich, die ganzen Gerätschaften freisetzen wieder, damit wirklich nur da, wo auch das Unkraut wachsen kann, dann somit auch wächst. Wenn da mal hier und da eine Lücke ist, ist auch nicht so schlimm, nicht so tragisch, das sieht nachher kein Mensch. Wichtig sind halt diese Sachen, wo da irgendwo zwischendrin hochstehen. Ich bin zwar immer Fan davon, Beton verliert auch ganz, ganz oft den Kampf gegen das Unkraut, aber es sollte nachvollziehbar sein, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier müssen wir noch das Gelände so ganz groß prägele schöner machen. Also ihr seht, das mache ich jetzt mal nochmal ganz kurz. So, als nächstes versuche ich meine Feldwege wieder zu cleanen. Da gibt es für mich ein schönes Skript. Und zwar muss ich jetzt auf 38, das ist bei mir hier drin, auf die Spline 38. So, dann habe ich hier dieses Tool. Und da kann ich jetzt schauen, wir haben False, Paint Terrain Texture, das brauche ich jetzt alles nicht, das setze ich alles auf False. Was ich aber möchte ist, dass er die Straße einmal cleart, aber auf Feldwegbreite 2,5. Clear mir die Foliage, draw mir die Foliage wieder außen hin auf 2,3 Meter in Gras und 4. Und die Inner Foliage, die lasse ich jetzt einfach mal so. Da wird, glaube ich, nichts passieren. So, und rein theoretisch cleart er mir jetzt diese ganze Straße, wenn ich alles richtig gemacht habe. Zack. So, dann ist es eigentlich nur noch das Ganze hier einmal zu säubern, weil er malt ja außen wieder diesen Layer hin. Und auch hier vorne, ja, der sieht es ja wie eine ganz normale Straße logischerweise. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt hier das ganze Gelände, die ganze Straße neu clearen muss oder ob der das halt durchgängig für mich übernimmt. Ja. So, haben wir das? Speichern. Ganz wichtig. Speichern. So, dann machen wir mal wieder klar Schiff und tun mal unsere Bäume wieder rein. Holen. So sieht das Ganze schon mal aus. Und jetzt kann man so langsam aber sicher schon an die Feinheiten gehen, so ein bisschen dekorieren. Was hätte man gern wo? So wie mir halt, ich bin halt ein Fan davon, von Bäumen, mir gefällt es. Ich mag Natur. Und pflanze mir das Ganze jetzt einfach mal so hier und da ein bisschen hin. Dann nehme ich auch gerne noch so einen Busch mit dazu. Ein. Machen wir so ein bisschen so eine Unkrautecke hier. Kann auch ein bisschen unterschiedliche Höhen. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Nett. Nett ist der kleine Bruder von.
So, jetzt könnte man dann noch sagen, pass auf. Sie sind ja nicht direkt Nadel, aber ich glaube Leaves. Ich halte hier so ein bisschen vom Baum noch runterplumpsert. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Manure-Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Oder ist der hier vorne? Ja, eigentlich hier, ne? Ich nehme dann immer gerne einmal ein bisschen Animal Mat. Ist von der Farbe und von der Struktur her eigentlich immer ganz nett. Klar, die Fußspuren will ich ja nicht sehen, deswegen. Wenn ihr denkt jetzt Fußspuren, was meint der Kerl denn? Hier, das sieht man ja zum Beispiel von den Schweinen oder so den Fußabdruck. Dazu nehme ich mir dann einfach noch ein bisschen Water Puddle dazu. Dass einfach noch so ein bisschen anderes Zeug rausgelaufen ist. Zack, mit wenig hat es doch schon mal einen schönen Effekt. Ich weiß gar nicht, was kommt denn hier hinten raus? Hier kommen doch die Gärreste raus, oder? Digestate und hier vorne. Was bist du hier vorne? Slurry. Ah ja, also heißt Slurry müsste doch Gülle sein und Digestate müsste doch Gärreste sein, ne? Heißt für mich, wir könnten hier auch noch so ein bisschen also ein Muckersägele malen. So. Hätten wir das. Jetzt möchte ich auf jeden Fall hier so irgendwie so eine optische Abtrennung. Wir werden auf jeden Fall in-game ein Zaun setzen, beziehungsweise muss ich gucken, ob das nicht steil, zu steil ist hier. Ja, werden wir auf jeden Fall einen Maschendrahtzaun außenrum setzen. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist hier vorne noch ein paar Bäume hin. Ich glaube, den können wir ruhig auch mit reinnehmen. Dann fügt sich das eigentlich schön so ein bisschen rein in die ganze Karte. Hier mit hierher. So, guck mal, da nimmt das Stück für Stück Gestalt an. Jetzt würde ich aber vorschlagen, dass wir auf jeden Fall den hier rüber setzen mal. Hier muss ich dann aufpassen, wegen dem, ach, dass sie Wechselkolli, ne, dass sie da mit dem Schlepper nicht hängen bleibt. Mal schauen, ob das funktioniert. Wird ja getestet. Es ist jetzt halt echt schön. Jetzt merkt man so langsam so gefühlt der Endspurt, ne? Habe ich ja schon öfters erwähnt. Wenn man jetzt so die BGA und so alles setzen kann, dann merkt man halt so, es wird langsam, ne? Muss ich aufpassen mit dem Feld. Das sieht man hier noch. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie, ich habe doch irgendwie kleinere Bäume noch. Bruce Willow. Ist halt eine komplett andere Baumart. Ne? Das passt mir eigentlich so gar nie wirklich rein. So, wo habe ich meine Bäume? Hier. Da kommst du nämlich direkt mal hier runter. Aber wir können ja so einen mit hochnehmen. Stage 2.
bin ich ja mal gespannt, ob man da gut durchkommt. So, dann erschließt sich das nämlich langsam hier. Langsam aber sicher. So ein paar verschiedene hin, nur dass es so richtig schön dicht wird langsam. So ein bisschen urig. Ich möchte so ein bisschen urige BGA machen. Ja, gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Gefällt mir. Ja, Freunde, das grobe Deko steht. Ja, zum Schluss kommen halt noch die Feinheiten. Ob ich da jetzt ein Video mache, weiß ich noch nicht. Das werden wir mal sehen. Aber ihr seht auf jeden Fall, das Grundkonstrukt steht. Da wird hier noch eine Halle hinkommen. Vielleicht hier noch so ein kleiner Unterstand, habe ich mir überlegt. Und dann ist die BGA für mich schon mal fertig. Ja? In dem Sinn würde ich mich saumäßig über ein Like und ein Abo freuen. Wie immer, es kostet nichts. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi.